Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute sprechen wir über Salat. Und da haben wir den Salat. In diesem Falle den Kartoffelsalat, der auch gerne als Bratsalat gereicht wird. In Ostfriesland hingegen als Scholle-Kartoffelsalat vorkommt und gemeinhin mit einem doppelten Korn gereicht wird. Als pflegeleicht gilt auch der Paprikasalat, dem es immer wieder gelingt, aus seinem 3-Liter-Glas in der Küche zu entkommen und auf den Tellerrand zu glitschen, wo er still vor sich hinlässt und mit Recht als ungenießbar gilt, wenn man nicht mit einem doppelten Korn. Ein richtiger Knaller ist auch der Bohnensalat, denn bekanntlich steckt in jedem Böhnchen ja ein Tönchen, auch wenn es gemeinhin nicht so knallt wie auf dem Schützenfest, wo man über Kimme und Korn. Während der Obstsalat, im Volksmund auch Popsalat genannt, der aber vorzugsweise in der Nähe von Hals-Nase-Ohren-Kliniken vorkommt, wo ja schon so manche Mandel aufs Korn genommen wurde, in dem sowieso nicht mehr als Wortsalat heraus oder herein oder wie oder was. In diesem Sinne, Kümmel, Korn, rum. Ihr Harry Hunger.